Leo Tolstoi, 1910 verstorben, hat einmal formuliert, wenn ein Eingeborener aufhört, an seinen hölzernen Gott zu glauben, so heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass er nicht aus Holz ist. Also es geht darum, dass wir uns mit großer Leichtigkeit verabschieden von all dem, was Gott oder wer Gott nicht ist. Und wir können uns von dem verabschieden, wer was Gott nicht ist, wenn wir Gott kennen. Und somit bleibt das Kennen, und Kennen und Lieben ist im Biblischen eines, somit bleibt das Kennenlernen Gottes und das zu größerer Gottesliebe kommen der Weg, der uns auch unterscheiden lehrt. Wer ist denn Gott? Wie ist denn Gott, der sich da uns schenkt? Von Edith Stein kennen wir die schönen Worte aus einem Gedicht, wo sie fragt: Herr, ist es möglich, dass einer neu geboren wird, der schon des Lebens Mitte überschritt? Du hast's gesagt, und mir ward es zur Wirklichkeit. Das Kennenlernen Gottes hat dann eine entscheidende Phase erreicht, wenn der Mensch ein neues Verständnis von sich, von Gott, vom Leben hat. Und dieses neue Verständnis ist erst dann in dieser Intensität da, wenn der Mensch von sich sagen kann: Eigentlich bin ich jetzt neu geboren. Eigentlich bin ich jetzt in einer Weise da wie nie zuvor, und jetzt erst weiß ich, was Lebendigkeit ist. Jetzt erst weiß ich, was es heißt, von einem liebenden Gott herzukommen und mit diesem liebenden Gott zu leben. Herr, ist's möglich, dass einer neu geboren wird, der schon des Lebens Mitte überschritt? Du hast's gesagt, und mir ward es zur Wirklichkeit. Also die Christen haben vielfach dieses Gott begegnen und die Wirkung daraus, die Konsequenzen daraus, die neue Sichtweise daraus haben sie beschrieben mit den Worten wie neue Schöpfung sein, neues Leben haben, eine neue Kreatur sein, neugeboren sein. Und es stellt sich natürlich immer die Frage, wie kommt es dazu? Und wie weit ist es ein passives, für den Menschen passives Ereignis, was praktisch mit ihm geschieht? Und ich verwende jetzt mal das Bild von einem Ei, das von der Mutterhenne warm gehalten wird, wo die Mutterhenne brütet und das aus dem Ei schlüpfende Küken lange Zeit nicht weiß, wer ist denn die, die mich da
sozusagen wärmt, aufbereitet, von der überhaupt ich komme. Und so dürfen wir es vermuten, dass oder uns vorstellen, dass wir erst, indem wir werden, begreifen, von wem her kommen wir denn überhaupt. Wir kennen auch diese Worte aus der Heiligen Schrift. Wir werden ihm ähnlich sein, denn, heißt es, wir werden sehen, wie er ist. Also, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Gott sehen können und dem ihm ähnlich geworden sein. Ja, vielleicht können wir erst sehen und erkennen, wenn wir ihm ähnlich geworden sind. Und da können uns schon auch die zwischenmenschlichen Beobachtungen und Erfahrungen helfen, dass es nämlich immer Beziehungswege, Beziehungsprozesse oder Beziehungsentwicklung, Beziehungsgestaltung braucht, damit auch ein gegenseitiges sich kennen, sich erkennen möglich ist. Das heißt, es müssen sozusagen beide sich einerseits bereitet haben, andererseits auch theologisch formuliert offenbaren. Bereiten und fähig werden zum Erkennen oder Empfangen des anderen, dass jemand sich mir anvertrauen kann, dass jemand sich mir öffnen kann, mir gegenüber, dass jemand sich mir schenken kann. Also da braucht es dieses bereit geworden sein meinerseits und es braucht den Wunsch, die Absicht und, sage ich ruhig einmal, das Vermögen, die Fähigkeit des anderen, sich zu schenken. Und ja, wir feiern es ja diese Tage, als die Zeit erfüllt war. Und wir können ruhig sagen, als Gott sah, jetzt kann der Mensch beginnen, mich in einer Weise wahrzunehmen, mich in einer Weise aufzunehmen wie nie zuvor. Die Menschheitsfamilie wurde, könnten wir sagen, vorbereitet, ja, durch die Propheten, durch die Geschichte, durch die Fähigkeit des Volkes, nicht im Sklavendienst zu bleiben, sondern selbstständig zu sein und so weiter. Also, als die Zeit für die Menschen erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott hat den Menschen bereitet, in Maria natürlich in aller vornehmster, edelster und heiligster Weise. Und dann hat eben Gott die Möglichkeit, sich zu schenken, was er getan hat und tut. Aber wir wissen, dass dieses Ankommen Gottes eben nicht mit einem technischen
Automatismus irgendwie geregelt werden kann oder gestaltet werden kann. Es geht um freie Wesen. Das macht ja unsere Gottebenbildlichkeit aus. Es geht um diese Freiwilligkeit im sich aufeinander einlassen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten zu beschreiben, wie es nicht geht. Es gibt auch die Möglichkeit, irgendwie darauf hinzuweisen, wie dieses Zusammenspiel ist. Ich lasse Blaise Pascal, verstorben 1662, zu Wort kommen. Er spricht davon, dass menschliches Wissen oder philosophisches Wissen nicht der Weg zur Gottesbeziehung sein kann, vor allem nicht der ganze Weg. Blaise Pascal spricht davon, dass es die geeinte Mitte des inneren Lebens ist oder das Wissen des Herzens. Oder er spricht auch von einer Art Instinkt. Das zieht uns und führt uns zu Gott hin. Und diese Ausrichtung des Herzens auf Gott hin ordnet Blaise Pascal der natürlichen Begabung zu. Und wenn dieses nicht wach geworden ist, wenn dieses vom Menschen nicht eingesetzt wird, dann könnte die Rede über Gott höchstens in den Verstand gehen. Und das ist für den Menschen noch nicht Grund zum Frieden. Ich zitiere Blaise Pascal: Die, denen Gott religiösen Glauben gegeben hat, indem er ihre Herzen berührt hat, sind in einer glücklichen Lage und fühlen sich berechtigterweise überzeugt. Aber denen, die es nicht haben, denen können wir, die wir solches haben, den Glauben nur über den Verstand geben. Bis Gott es ihnen gibt, indem er ihre Herzen berührt. Ohne diese Berührung bleibt der Glaube ein bloßes Menschenwerk und nutzlos zur Erlösung. Soweit Blaise Pascal. Bloßes Menschenwerk meint hier bloßes Tun des Menschen, bloßes Streben der menschlichen Natur, die sich natürlich ausstreckt nach Größerem. Aber erst indem das Gegenüber erlebt wird. Und zwar erlebt mit diesen auch psychologisch wahrnehmenden Erfahrungen wie Frieden, Freude, doch auch das Gefühl der Geborgenheit,
des Vertrauens in Gott. Erst dadurch erlebt der Mensch die Erlösung. Und erlöst sein heißt für uns Christen, sich beim Schöpfer selbst, und das glücklicherweise auf die ganze Ewigkeit hin, geborgen wissen. Und nicht mehr von Ängsten oder von Befürchtungen, es könnte die ganze Existenz ins Nichts fallen, gequält werden. Also es geht um dieses Berührtwerden, das wir erlebt haben und erleben, sonst wären wir nicht so eifrig Gottsuchende. Alfred Delp, der Jesuitenpater, sagt, Gott wird nur gesucht von jenen, die ihn auch schon haben. Und wir haben Gott nie so, dass wir ihn nicht auch noch suchen würden und müssten. Das heißt, Gott suchen heißt, sich immer besser, immer tiefer, immer adäquater auf diese Wirklichkeit, nämlich in Gott zu sein, sich einzulassen. Alfred Delp meint, die Geburtsstunde der menschlichen Freiheit ist die Stunde der Begegnung mit Gott. Die Geburtsstunde der menschlichen Freiheit ist die Stunde der Begegnung mit Gott. Das heißt, der Mensch, der sich da neu geboren erlebt, erlebt sich geboren in eine Freiheit hinein, in eine Leichtigkeit hinein. Weiters meint er, nein, das meint jetzt Franz Jägerstätter, irgendwie ja ein Weggefährte, beide sind durch das NS-Regime zu Tode gebracht worden. Er sagt, Franz Jägerstätter sagt, das Gottesreich zieht ein auf Erden und in meine Seele nur dann, wenn der Wille Gottes erfüllt wird. Das heißt, indem ein Mensch danach strebt, die Schöpferabsicht, nämlich den Menschen selbst lebendig zu haben, indem ein Mensch seine Lebendigkeit will, die eigene Lebendigkeit will, tut er den Willen Gottes. Und Franz Jägerstätter, er sagt, das ist der Inbegriff aller Gebete. Ich sage es mit meinen Worten, mit meinen Gebeten mache ich nichts anderes und nichts Entscheidenderes als eine Bereitschaftserklärung. Ich will die Lebendigkeit, die Freiheit und die seelische Kompetenz, diese seelische Gesundheit haben, die du Gott mir schon immer zugedacht hast. Also da geht es um ganz, ganz Großes. Ja, da geht es um das ganz Wesentliche, um das ganz Eigentliche. Wir wissen aus vielen Biografien, und es wäre doch auch schön, wenn wir
die eigene Biografie dazulegen. Und in einem kleinen Austausch können wir es ja dann machen. Es ist schön, durch viele Biografien bestätigt zu bekommen, dass Mitmenschen, die kurz gesagt mit Gott leben oder die Gott erlauben, mit ihnen zu leben, die Gott gestatten, in ihnen zu leben, dass solche Menschen kirchlich gesprochen zu Sakramenten werden, also zu Vermittlern dieser Gegenwart, dieser Liebe Gottes. Solche Menschen sind Menschen, die wir auf jeden Fall mit größerer Liebe ausgestattet sehen, als wir sie bei uns selbst vermuten. Meistens. Ich will jetzt nicht da eine Untersuchung anstellen. Jedenfalls bringt ein solcher Mensch etwas in mein Leben, das für mich neu ist, das für mich bereichernd ist, wo sich durch einen Menschen da die Welt für mich öffnet oder eine Welt, die ich bisher noch nicht gekannt, in der ich noch nicht gelebt habe, die für mich noch nicht existiert hat. Also ich meine, Bereicherung im Leben kann immer auch mit dem Begriff Liebe oder beschenkt werden, angenommen sein, verbunden werden. Ich sage das nicht zufällig. Die Edith Stein hat es uns auch ins Wort gebracht. So schildert Edith Stein, dass die Begegnung mit Adolf Reinach, er war Assistent bei Edmund Husserl, und kurz vor dieser Begegnung durch die Taufe in der evangelischen Kirche zum Christen geworden. Diese Begegnung der Edith Stein mit Adolf Reinach war so eine Art Tor in eine größere Welt. Ich zitiere Edith Stein, die sagt: Ich war nach dieser ersten Begegnung sehr glücklich und von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Es war mir, als sei mir noch nie ein Mensch mit einer so reinen Herzensgüte entgegengekommen. Dass die nächsten Angehörigen und Freunde, die einen jahrelang kennen, einem Liebe erweisen, schien mir selbstverständlich. Aber hier lag etwas ganz anderes vor. Es war wie ein erster Blick in eine ganz neue Welt. Da war es nicht die Blutsverwandtschaft, das war es nicht die Interessensgemeinschaft oder die kollegiale Verbundenheit. Nein, eine Erstbegegnung hat hier etwas eröffnet und das Wesen dieser Erstbegegnung war die reine Herzensgüte. Es war mir, als sei mir noch nie ein Mensch mit einer so reinen Herzensgüte entgegengekommen. Ich meine, diese Herzensgüte
ist dem erlösten Menschen möglich. Dem Menschen möglich oder gegeben, der sich nicht mehr im Kampf erlebt. Und zwar nicht mehr im Kampf, wie er in der Welt gekämpft werden muss und gekämpft wird, sondern das ist ein von Frieden, Freude und Liebe oder Dankbarkeit auch erfülltes Herz. Ein Herz, das mit Güte erfüllt ist, ist ein Herz, das sich selbst in der Güte Gottes geborgen weiß. Ein entspanntes, entkrampftes, heiles und wir können ruhig dann sagen, heiliges Herz. Der Edith Stein ist es ähnlich ergangen mit Max Scheler, der ihr auch etwas vorgelebt hat, wo sie merkte, das ist etwas Neues für sie. Sie sagt, diese Welt des Glaubens musste zumindest eines lebhaften Nachdenkens wert sein. Und sie sagt, sie wurde fast, ohne es zu merken, dadurch umgebildet. Das heißt, ihr Denken hat sich geändert. Und sie hat auch neue Möglichkeiten. Also Gott hat sie, Edith Stein hat Gott neue Möglichkeiten eröffnet. Und Edith Stein ist davon überzeugt, dass es eben ein freiwilliges Einanderschenken ist. Da wird sie nicht müde, das zu betonen. Kraft der Freiheit kann der Mensch sich dem Größeren öffnen. Und für mich ist das frohe Botschaft und Basis meines Lebens und Basis meines seelsorglichen Wirkens, weil Menschen mich nicht beeindrucken können, wenn sie sagen, es geht ja nicht mit Gott. Also es ist mir bisher noch immer gelungen, darauf hinzuweisen, dass in der Seele Wahlfreiheit bleibt. Mag sein, wie jemand formuliert, dass wenn auch der Mensch in Ketten geboren wäre, das mag sein, dass er ganz schwierige äußere Bedingungen hat, er ist doch innerlich ein freier Mensch. Und Philosophen haben gesagt, die Freiheit ist, wenn du willst, eine begrenzte, aber die Freiheit, dein Leben zu gestalten und deine Zukunft so oder so zuzulassen oder mitzugestalten, diese Freiheit hast du. Also
Die Freiheit des Menschen wird von vielen auch so verstanden, du hast Mitgestaltungsmöglichkeit. Und da sind wir wieder bei dem, was Blaise Pascal betont hat, dass es innerlich eine Anteilnahme braucht, dass es eben diese geeinte Mitte des Menschen braucht. Wir könnten jetzt sagen, dass er selbst mal Klarheit darüber bekommt, was will er denn eigentlich? Und wenn es nur das ist, dass er sagt, ich will wissen, was ich will, ist auch schon was. Also wenn er auch noch nicht weiß, worauf er eigentlich hinstrebt, er kann wollen, dass er sein eigentliches, vielleicht noch unbekannte Ziel oder Gegenüber kennenlernt. Der Mensch sucht sehr häufig etwas oder jemanden, was oder den er nicht kennt. Aber er sucht. Und dieses Suchen ist in der Freiheit des Einzelnen möglich. Und ich meine, das sollte der Mensch ganz stressfrei als seine Hauptaufgabe sehen. Nochmals, wie eng auch die Bedingungen wären, indem dass er ein bisschen wenigstens denken kann und ein bisschen seine Erwartungen wahrnehmen kann und seine Wünsche und seine Sehnsüchte irgendwie für sich bewusst bekommen kann. Sobald er das kann, kann er sich ausrichten. Also hat er eine Intention und erlebt sozusagen intentional auf etwas hin. Und das kann wirklich über das regelmäßige Essen und Schlafen gehen und zwischendurch Fernsehen hinausgehen. Also intentional leben auf etwas oder jemanden hin. Ein Ziel haben, eine Intention. Zum Glück ist es so, dass im Menschen mehr geschieht als das, was er beabsichtigt und von sich aus, sagen wir mal, einfädelt, managt und anstrebt. Und ich bringe ein Beispiel von einem Karmeliten niedergeschrieben. Es ist dieser Bruder Lorenz von der Auferstehung, ein Karmelit, 1691 verstorben. In Paris hat er gelebt. Der spricht davon, dass er in jungen Jahren plötzlich eine Einsicht bekommen hat, die sein ganzes Leben neu orientiert hat, die seinem ganzen Leben einen Inhalt gegeben hat, wie er sich vorher nie gedacht hätte, dass es möglich ist. So sagt er, Gott hat mir mit meiner inneren Wandlung eine besondere Gnade erwiesen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich an einem Wintertage einen Baum betrachtet, der seine Blätter abgeworfen hatte. Wie ich daran dachte, dass nach kurzer Zeit die Blätter und später die Blüten und Früchte von neuem erscheinen, hat mir Gott in einem Augenblick die Größe seiner Weisheit und seiner Macht gezeigt.
dieses Erlebnis werde ich niemals vergessen. Es hat mich von der Welt völlig frei gemacht und mir eine solche Liebe zu Gott eingeflößt, dass ich nicht sagen kann, ob die Liebe gewachsen ist, seit ich vor mehr als 40 Jahren diese Gnade empfing. Also der dürfte so mein Alter gehabt haben, damals 58 oder mehr. Im Rückblick, zurückschauend, über 40 Jahre zurückblickend, sagt er, damals als 18-Jähriger ist mir das widerfahren. Dieses Erlebnis werde ich niemals vergessen. Einsicht haben, Einsicht geschenkt bekommen, das ist ein Erlebnis. Ich meine, dass es viel mehr betont werden müsste, dass Einsicht bekommen ein Erlebnis ist und dass man da nicht irgendwie sich am Seil von einer Brücke herunter stürzen muss. Oder ich muss nicht Autorennen fahren, um etwas zu erleben. Einsichten haben, das ist ein Erlebnis. Ich möchte auch darauf hinweisen, wie es einem anderen Karmeliten ergangen ist. Hermann Cohen, er nennt sich dann im Karmel Pater Augustin Maria vom Heiligsten Sakrament, 1821 geboren und 1871 verstorben, ein Schüler von Franz Liszt, ein Musiker, der seine Begabung in der Welt der Musik und der Unterhaltung nicht kontrolliert eingesetzt hat. Er hat das Geld, das er eigentlich schon auch reichlich bekommen hat, großzügig ausgegeben. Es heißt, er verschwendete sein Geld und geriet in Schulden, hat mehr weggegeben, als er hatte. Er selbst zitiert, oder er selbst sagt, die Spielsucht verschlang die schönsten Jahre meiner Jugend in einem Abgrund an Folter und Schuld, ohne mir einen Moment der Erholung zu gönnen. Das ist Unfreiheit. Diese Leidenschaft hat mich mehrere Male an den Rand des Selbstmords gebracht. So schrecklich war sie. In Paris wurde er gebeten, bei einer Marienandacht Orgel zu spielen, jemanden zu vertreten, und da ergab sich für diesen damals 26-Jährigen ein Schlüsselerlebnis. Diese Vertretung beim Orgelspielen hat er übernommen aus Sympathie einem Freund gegenüber und aus Liebe zur Musik. Und jetzt erlebt er Folgendes. Und wir haben ähnlich wie bei Bruder Lorenz von der Auferstehung ein unerwartetes Erlebnis. Bruder Lorenz war 18, der ist 26-jährig. Er schildert, wie es dann zu dem eucharistischen Segen im Zuge der Marienandacht gekommen ist.
als der Augenblick der Segnung mit dem allerheiligsten Sakrament gekommen war, verspürte ich eine undefinierbare Verwirrung. Ich sah mich ohne Beteiligung meines Willens gezwungen, mich zum Boden hin zu verneigen. Als ich am folgenden Freitag wieder da war, war ich absolut in derselben Art und Weise beeindruckt und plötzlich kam mir überraschend die Idee, katholisch zu werden. Er war nämlich Sohn jüdischer Eltern. Es heißt, immer wieder zog es ihn in diese Kirche und er besuchte sogar die Heilige Messe. Jedes Mal ergriff ihn dabei eine innere Beruhigung und Freude. Vorher hat er gesprochen von einer undefinierbaren Verwirrung. Søren Kierkegaard hat gesagt, also wenn ein Mensch Gott finden soll, dann muss es in diesem Menschen Unruhe geben. Und wenn er Gott gefunden hat, gibt es Unruhe. Also, aber es ist eine neue Art von Bewegung, die durch den Geist und durch die Gnade ins Leben kommt. Er entscheidet sich, einen Priester aufzusuchen, geht mit einer gewissen Skepsis zu diesem Priester. Er schreibt, ich hatte Angst vor Priestern gehabt. Ich kannte sie nur aus Romanen, die sie uns als intolerante Menschen schildern, die ständig mit Exkommunikation drohen. Und siehe da, und ich fand mich in Gesellschaft eines gebildeten, bescheidenen, gütigen und offenen Menschen wieder, der alles von Gott und nichts von sich selbst erwartete. Bescheiden, gütig und offen. Ähnlich wie es Edith Stein in der Begegnung mit Max Scheller oder dem Reinach erlebt hat. Die Güte, die Offenheit. Er hat sich von seiner Praxis aber noch nicht verabschieden können. Er sagt, aber dennoch war der Dämon noch nicht überwältigt. Die Konzerte, die Feste, die Gefallsucht, das alles bestürmte mich und ich konnte mich nicht verteidigen. Das heißt, er sieht sich in einem inneren Gefecht und es ist gut zu beobachten und hier auch zu hören, dass hier mehr geschehen muss als das, was der Mensch selbst gestalten und an Siegen erringen kann. Eben, es braucht die Kraft der Gnade. So kommt er in eine katholische Kirche und dort schildert er die endgültige Bekehrung. Die Zeremonien fesselten wie immer meine Aufmerksamkeit. Aber nach und nach begannen die heiligen Gebete, die Lieder und eine übernatürliche Gegenwart in mir zu wirken, mich zu verwirren und mich zittern zu machen. Mit einem Wort, die Gnade kam mit all ihrer Kraft auf mich herab. Vielleicht hätte der auch da, wenn so Verwirrung,
ein Zittern sich einstellt. Vielleicht hätte er es auch gut gebraucht und vielleicht hat er es auch bekommen, dass ihm ein Engel, sei es in Gestalt eines Menschen oder anders, ein Bote Gottes sagt, fürchte dich nicht. Weil wir dieses Phänomen immer auch aus biblischen Erzählungen kennen, wenn ein Mensch von Gott oder seinen Boten angesprochen wird. Fürchte dich nicht. Er schildert weiter, und ich wiederhole den anderen Satz noch einmal, weil er so schön ist. Aber nach und nach begannen die heiligen Gebete, die Lieder und eine übernatürliche Gegenwart in mir zu wirken, mich zu verwirren und mich zittern zu machen. Mit einem Wort, die Gnade kam mit all ihrer Kraft auf mich herab. Und jetzt, im Moment der Erhebung der Hostie, ganz plötzlich brach ich in Tränen aus. Spontan begann ich vor Gott eine Gewissenserforschung über alle seit meiner Kindheit begangenen riesigen Verfehlungen abzulegen. Ich sah sie alle zu Tausenden vor mir ausgebreitet, hässlich, widerwärtig. Und doch fühlte ich zugleich eine nie gekannte Ruhe sich wie Balsam über meine Seele breiten. Denn der Gott der Barmherzigkeit würde sie mir vergeben. Er würde sich meiner aufrichtigen Reue, meines bitteren Schmerzes erbarmen. Als ich diese Kirche verließ, war ich ein Christ, wenn es möglich ist, Christ zu sein, ohne die Taufe empfangen zu haben. Gut, er hat dann die Taufe empfangen und was tut einer, der es wirklich begriffen hat? Er geht in den Karmel. Wenigstens zu einem Vortrag. Ich schließe ab mit einem Wort des heiligen Johannes von Kreuz. Am besten ist es, für die Sicherheit der Seele, sich an nichts zu klammern und nichts zu begehren. An nichts soll sich die Seele heften. Wo Gebet ist, da sorgt Gott für das Besitztum, das in Wahrheit das Seine ist. Also, an nichts, gemeint ist hier, an nichts Vergängliches soll die Seele sich klammern. Wo Gebet ist, also Gottes Beziehung, dort sorgt Gott für das, was der Mensch braucht. Und wir kennen ja die Worte Jesu, sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben. Das Geliebte, sagt Johannes von Kreuz, wird eines mit dem Liebenden. Und so wird Gott eines mit dem, der ihn liebt. Dankeschön.